Geduld. Es wird auf jeden Fall. Wir haben hier keine Hetze. Keine Eile und Dinge mit Weile natürlich. Da nehmen wir ein paar mit. Da können wir auch mal welche mitnehmen zur Sicherheit. Glas, ein Setzling. Sag mir nicht, dass hier irgendwo Creeper rumlaufen, die bei uns wieder so ein Loch in die Wand sprengen. Ja, nicht in die Wand, aber in den Boden. Darauf kann ich momentan verzichten. Ich spawn offensichtlich noch nichts. Aber es wäre ja ein Anfang, wenn zumindest die Bäume wieder nachwachsen, die wir pflanzen. Schön hier wieder an den Strand übersetzen. Man könnte ja auch einen super Hafen bauen, denke ich. Wo es vielleicht sogar ein bisschen klein wäre. Müsste man sich auch überlegen, wie man den Hafen hier definiert. Oder ob man hier einfach nur einen kleinen Steg baut zum Anlegen. Aber das ist auf jeden Fall Zukunftsmusik. Wir wollen hier erstmal ein bisschen heimelig werden und langsam unterkommen. Und irgendwann wahrscheinlich auch schon wieder einen Ressourcenrun machen. War schon wieder so ein Drop. Bis jetzt haben wir ganz ordentlich gefarmt, aber es ist ja. In unserer Lage bis jetzt halt nur vor der Standardressourcen. Ich glaube, wir machen hier so doppelt so einen kleinen Rand um die Pfeiler quasi. Da bräuchten wir jetzt den Real Civil Engineer. Der kennt sich damit aus. Als Ingenieursmeister. Da können wir uns sicher genau sagen, wo wir jetzt was abstützen müssen. Damit es ein wenig realistisch wirkt. Ich glaube, da bauen wir erstmal von oben drauf. Das wirkt doch schon, auch schon ganz adrett hier. Und mich hier. Was soll der Geiz? Auch noch. Boah. Wirkt halt alles noch so blocky.
Es ist halt wirklich schwer, Flexibilität reinzubekommen. Und dann vielleicht so. Oder wirkt das schon wieder übertrieben? Dann wäre es halt auch analog zu dem hier. Quasi drei Blöcke hier. 1, 2, 3. Naja, das klappt hier ja nicht so gut. Das hat eine Wirkung, aber keine, die mir jetzt so zuspricht. Mal hier so einen inneren Rand vielleicht ziehen und dann schauen, wie es wirkt. Oder wirkt. Je nachdem. Es ist halt Minecraft, da muss man ein bisschen ausloten. Ob es gut aussieht, ob es schlecht aussieht, sieht man, merkt man immer hinterher. Können wir gleich mal die Schafe hier abernten und schauen, wie unser Kunstwerk bis jetzt aussieht. Nee. War da nicht noch einer? Ist doch wieder Pokémon. Erinnert mich aber auch daran, dass ich dringend die Playlist erweitern muss. Also gefühlt sind alle Projekte schon doppelt und dreifach abgespielt worden. Kann aber auch noch so ein individueller Eindruck sein. Na gut, wir nehmen jetzt eine Stunde auf, schon wieder. Dann würde ich auch sagen, reicht's bald einmal für eine kleine Aufnahmepause. Minecraft ist immer mittlerweile sehr gut versorgt, muss ich sagen. Auch wenn ich fast ein Jahr Pause gemacht habe und nicht mehr durchgehend aufgenommen habe, es reicht auf jeden Fall gut. Ich kann natürlich hier auch ganz keck auffüllen, dann hätten wir hier eine Basis zum Bauen. Das ist ja auch kein Weltuntergang. Dann haben wir hier. Der ist verloren. Das macht aber ja nichts. Da bauen wir mal ein bisschen asymmetrisch und versuchen das ein bisschen zu verankern. Ich meine, vielleicht ist es einfach zu klein, das ganze Gedöns. Das
Sonst würde es vielleicht ein bisschen imposanter wirken. Was zum Teufel ist los mit den Schafen hier? Die spawnen ja wie wild hier. Ja, was hab ich gesagt? Es spielt schon wieder Sarabande. Sage ich doch auch. Und das läutet leider schon, so der Sonnenuntergang hier, das Ende der heutigen Aufnahme ein. Blöd wie es ist. Aber es geht ja bald wieder weiter. Das ist jetzt mal beschlossene Sache, dass in Minecraft dann ziemlich schnell weitergeht. Und ich bin mir leider immer noch nicht klar geworden, ob ich jetzt nicht Dishonored, sondern die Outer Worlds offiziell beenden soll oder nicht. Ich habe mich mal grob gespoilert, ich habe es wirklich nicht im Kopf. Die Story ist, glaube ich, jetzt so zu zwei Dritteln wirklich durch. Es würde jetzt nicht mehr unendlich lang gehen. Aber ich bin halt im Spiel eigentlich nicht so drin. Ich muss sagen, vielleicht ist es die Zeit, die jetzt vergangen ist zwischen den Sessions. Aber es reißt mich jetzt nicht mehr so. Da würde ich tatsächlich lieber New Vegas oder sowas anfangen, aber da bin ich auch noch am Überlegen, wie ich es am besten mache. So, wir packen das Gedöns, das wir jetzt noch haben, in die Taschen rein. Damit auch alle glücklich und zufrieden sind. Ging auch hier wieder ein bisschen ab, weil warum sollten wir zu viel mitschleppen? Ein Stack Cobble können wir noch neilen. Das sind nur 8, die behalten wir mal auf Tasche hier. Wir haben noch einen Stack dabei. Machen wir doch am besten so. Das muss ich auch noch alles entwirren und runterbringen, aber momentan es geht's technisch noch. Ja, wir können ein paar lustige Sachen treiben. Aber hier mit Blick auf die entstehende Welt, hier auf den Mob-Spawner und da hinten entsteht schon unser Wollgebilde. Möchte ich die Aufnahme beenden. Danke fürs Zuschauen, wer dabei ist. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr für Ideen habt. Ich bin für alles offen. Ich meine, hier möchte ich vielleicht einen kleinen Steg machen, der da mit verbindet. Unten drunter bauen wir momentan auch diese Verbindungslinie. Aber es ist noch nichts fix und Minecraft ist immer so eine Art Work in Progress. Da ist nie was wirklich abgeschlossen und kann sich immer wieder ändern. Egal, ich monologisiere hier schon wieder viel zu sehr. Hier, die Spinne da drüben. Spinne, die versteckt sich jetzt hinterm Schilf. Zuckerrohr, ne? Macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Tschüss.